Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hype the Time Quest. Beim letzten Mal sind wir hier wieder in Tauras angekommen und haben uns einen neuen Zauber geholt, und zwar die Feuerdreieinigkeit. Und unser Ziel ist es als nächstes, in das Schloss einzudringen, in die Festung Taskan des Erstens. Und ich überlege gerade, wie ich herankomme. Ich glaube, das war hier entlang. Und dann da über die Dächer, denn wir haben ja auch schon von ein paar Leuten in der Stadt gehört, dass des Nächtens hier Ritter auf den Dächern gesehen werden. Deswegen nehme ich einfach mal an, dass es hier einen kleinen Geheimweg gibt. Und das sieht sehr gut aus. Das ist ein Loch in der Mauer. Da werden wir mit Sicherheit hinein können. Und das ist doch nochmal sehr gut. Dann gehen wir mal hier runter und dürften damit in die Festung gelangen. Nun hat uns die Botschafterin von Taskan im dritten Jahr gesagt, dass das Treffen geheim ist. Obwohl die Anführerin der Räuber was davon weiß, aber egal. Und wir eben von den Rittern hier Acht geben müssen. Das heißt, wenn ich jetzt zu dem hingehe, wird er mich wahrscheinlich angreifen. Oder? Ja, ich kann nicht mit ihm reden und er holt seine Waffe raus. Das bedeutet, wir kümmern uns mal eben um den. Wow, ich werde da schon wieder angegriffen. Und die halten einiges aus. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also die sind besser geworden mit der Zeit. Aua. Komm her. Zumindest der eine mit der Armbrust. Ja, wobei, der hält auch einiges aus. Nun gut. Na toll, meine Rüstung ist schon wieder etwas angefressen. Kann er drüben auf uns schießen? Egal. 315 Plastiks haben wir wieder. Also es ist jetzt nicht so schlimm, dass wir beim letzten Mal so viel Geld für Essen ausgegeben haben. Denn dafür können wir jetzt wieder ordentlich Geld einsammeln und kommen damit auch weiter. Bla, jetzt habe ich den Faden verloren. Egal, wir können auf jeden Fall wieder Geld einsammeln und das ist gut. Wir müssen nicht das ganze Geld liegen lassen, was irgendwie schade wäre. Ich gehe erstmal, Moment, folgt er uns? Sieht nicht so aus. Dann gehe ich erstmal hier runter, wo früher der Brunnen war. Aua. Und guck mal, ob da irgendwas Interessantes ist. Aber nein, da ist jetzt ein Gitter. Das heißt, hier kommen wir nicht weiter. Sprich, unsere einzige Möglichkeit ist es gerade einfach wieder in die Festung reinzugehen, so wie wir es vorher schon kannten. Das heißt, wir werden die beiden Schalter wieder umlegen müssen. Und das war natürlich doof, dass ich den anderen jetzt nicht umgelegt habe, als ich da oben war. Aber so läuft es nun mal. Ich habe den gar nicht gesehen, muss ich zugeben. Vielleicht gibt es auch in dieser Ära nur einen Schalter. Wir werden es... Doch, es gibt zwei Schalter. Ich habe den gerade gesehen. So, Fässer, Fässer, Fässer. Und ein Schalter. Oder ein Hebel, das ist ja gar kein Schalter. Ja, ja, das ist die alte Geschichte. Und diesmal, da hat mich der MK Indiana Jones nämlich auch darauf hingewiesen, dass wir in der ersten Ära den Typen, der über dem Tor patrouilliert hat, hätten abschießen können und dadurch einen kleinen Job bekommen hatten. Das habe ich dann so nochmal ausprobiert auf Screen. Dafür haben wir einen blauen Trank und zweimal blaue Bolzen bekommen. Deswegen habe ich das nicht, bin ich da nicht extra nochmal hingegangen, dann in der Videoaufnahme, um mir das zu holen, weil sich das einfach nicht gelohnt hat. Aber hier wird es mit Sicherheit auch wieder was geben. Und das werde ich mir doch schnappen, falls er uns nicht totschießt. Ich sollte vielleicht mal die anderen Bolzen auswählen. Die machen mehr Schaden. So. Ein bisschen sidesteppen. Man weiß ja nie. So. Treffe ich den? Sehr gut. Na? Sehr schön. Und was bekommen wir da? Blaue Bolzen, einen roten Tank und rote Bolzen. Ja, das war es doch wert. Ist hier drunter noch irgendwas? Dann komme ich wahrscheinlich... Nee, komme ich gar nicht hin. Na gut, dann gehen wir mal in die Festung hinein. Die Zugbrücke lasse ich oben. Und schauen, wo wir Taskan den Dritten finden. Und ob uns hier auch noch Widerstand erwartet. Und ob das nicht vielleicht eine Falle von ihm ist? Wer weiß. Erstmal hier das Schloss plündern. Toll, grüne Kräuter, davon haben wir 10 Stück, das heißt, wir können das gar nicht mitnehmen. Ich speichere erstmal, so. Keine Leerzeichen. So. Und, wisst ihr was, ich mache jetzt einfach mal den Zauber, plopp, und esse mir dann so ein Kraut, damit ich das Kraut aus der Truhe mitnehmen kann. Weil ich finde das irgendwie furchtbar, wenn man sowas liegen lässt, so geschlossene Kisten, das ist, furchtbar. So. Nehmen wir auch nochmal eine Kiste. Wetten, da ist wieder ein Kraut drin. Es ist unglaublich, oder? Diesmal ein gelbes.
Davon können wir nur 5 mitnehmen? Oh. Na gut, das lasse ich jetzt aber da liegen. Das ist mir egal. Vielleicht komme ich ja später nochmal hier hin. Da ist nichts drin. Okay, kann ich hier zufällig die Waffe mitnehmen irgendwie? Nö. Schade, schade. Okay, dann schauen wir mal, was uns hier im Thronsaal erwartet. Ob da wieder ein Kreuzritter ist oder ein Granzlack. Aber nein, hallo. Na? Seid willkommen, Hype. Ich habe euch erwartet. Verzeiht meinen Rittern, dass sie euch angegriffen haben. Ich musste dieses Treffen absolut geheim halten. Ihr werdet es verstehen. Lasst mich euch Innustus vorstellen, meinen persönlichen Alchemisten. Ihm verdanke ich es, dass ich euch kenne. Wir kennen uns. Ihr habt mich vor einigen Jahren aus dem Labor von Ragoth befreit. Ich habe alles über euch in meinem Almanach niedergeschrieben. Ich wusste ja schon das, was Gustus Ragoth erzählt hat. Und dann habe ich auch noch eigene Untersuchungen durchgeführt. Es gibt immer mehr Schriftstücke über euch und über den Schwarzen Ritter. Eure Existenz und eure Taten wurden von den Schreibermönchen aufgezeichnet und durch die Alchemisten des Labors führen lassen. Und von den Dörflern, die Legenden lieben. Wenn man euch in den Straßen nicht mehr erkennt, so nur deshalb, weil ich die euch betreffenden Steckbriefe entfernt habe. Ihr seid stark, Hype. Nur die Größten werden zu lebenden Legenden. Aber stellt euch jetzt erst die Macht des Schwarzen Ritters vor. Er ist schon jetzt eine Legende und er ist noch nicht einmal gekommen. Das ist sehr beeindruckend. Ja, ironischerweise seid ihr ein wenig für den Bürgerkrieg verantwortlich. Seit die Leute wissen, dass ein mächtiger schwarzer Ritter die Kontrolle übernehmen wird, haben sie das Vertrauen in die Familie Tuscan verloren. Sie haben das Vertrauen in die Familie Tuscan verloren. Ich brauche euch, Hype. Ich möchte gern meinen Sohn in Sicherheit wissen. Ich habe alles geheim gehalten. Selbst meine eigenen Leute kennen den Ort nicht, wo er sich versteckt. Mein Sohn ist euer König. Ich weiß also, dass ihr einverstanden sein werdet. Geht ins Zwischengeschoss. Der Mann, der mit dem Schutz meines Sohnes beauftragt ist, wird euch erklären, was ich von euch erwarte. Ihr kennt ihn. So, so. Da oben haben wir den kleinen Tuscan im Vierten gesehen. Das ist natürlich sehr cool. Ich rede doch mal mit Tuscan im Dritten. Okay, der lässt nicht mit sich reden. Innustus auch nicht. Hat jetzt einen schicken neuen Hut, ja? Den hat er, oder? Hatte der den schon, als wir ihn befreit haben? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und ein violetter Trank, jawoll! Ihr habt einen violetten Trank gefunden. Dies ist der ultimative Trank. Er stellt eure Gesundheit und eure Zauberkraft wieder her. Um ihn zu benutzen, müsst ihr ihn im Inventar auswählen. Sehr schön. Und hier steht noch irgendwas. Notai, nur die großen Meisterkämpfer können mit ihrer Macht die Feuer löschen. Ja, das kann ich, aber... Hey, da ist ein Schalter drin. Moment mal. Das kann ich doch auch mit dem... Mit der Dreieinigkeit, oder? Sehr cool. Was haben wir denn hier geheimes Schönes? Aha. Okay, cool. Was haben wir hier denn? Interessantes. Ein leeres Pult, in dem wir nicht speichern können und einen netten Ausblick in den Wald. Ja, ist doch ein nettes Zimmerchen hier. Und noch ein Pult und ein Schlafgemach. Na gut. Damit können wir jetzt noch nicht so viel anfangen. Das wird später noch interessant. Also ich wusste gar nicht, dass man jetzt schon hier rein kann in der dritten Ära. So viel sei gesagt, es wird eigentlich erst in der vierten Ära interessant. Aber ich spoiler schon wieder viel zu viel. Ich bin lieber still und konzentriere mich auf das, was wir jetzt aktuell tun müssen. Ich gucke erstmal hier links, ob da noch irgendwas ist. Aber bis auf den Kamin scheint da nichts zu sein. Dann gehen wir mal rüber und besuchen unseren König Tuscan den Vierten. Und seinen Beschützer, den wir wohl angeblich kennen. Na, ich kann nichts mehr tun. Schön, Ritter. Deine Farben gefallen mir sehr. Ja, jetzt erinnere ich mich. Erkennt ihr mich nicht, Ritter? Ich bin's, Senecal, der ehemalige Pförtner des Parks der Tapferen. Überrascht mich zu sehen, was? Ich möchte, dass das Königreich diese Farben übernimmt.
Sie sind so friedlich. Ja, Prinz. Das sind eure Farben, wenn ihr das wünscht. Sie werden es sein, sobald ich König bin. Das werden sie sein, Prinz Tascan. Das werden sie sein. Hype, lasst mich euch erklären. Nach einem Arbeitstag im Park habe ich mich betrunken. Ich bin in einen Wassergraben gefallen und ein Mönch hat mich vor dem Ertrinken gerettet. Er wusste, wer ich war und hat mich trotzdem gerettet. Ich war gerührt. So gerührt, dass ich beschlossen habe, ins Kloster zu gehen. Und ihr seid ein sehr freundlicher Mönch und sehr stark. Danke, Prinz. Ich habe es übernommen, den Prinzen zu beschützen, da sein Vater aufrichtig ist. Er will den Frieden. Aber das ist gefährlich. Ich müsste meine Waffen wiederfinden. Aber die habe ich zerstört, als ich ins Kloster gegangen bin. Mit euren Kräften, Ritter, könntet ihr sie mir sicher wieder zurückbringen. Unsere Legenden sagen, dass du in der Zeit herumreist. Das möchte ich zu gern sehen. Um was ich dich bitte ist, dass du in die Vergangenheit zurückkehrst und mir meine Waffen aus dem Park der Tapferen bringst. Aber denk daran, wenn du aus der Vergangenheit mit meinen Waffen zurückkommst, werden wir in einem geheimen Saal des Klosters versteckt sein. Bring mir die Waffen. Ich sorge dafür, dass die Pforte des Klosters entriegelt ist. Viel Glück. Ja, das ist doch mal eine Überraschung. Derjenige, der Beschützer unseres kleinen Königs ist, ist Senecal, der uns noch blöd angemacht hat im Park der Tapferen. Wenn ihr mir meine Waffen aus der Vergangenheit zurückbringt, Ritter, werde ich den jungen Prinzen im Kloster beschützen können. Okay. Hallo, Tascan. Viel Glück, Ritter. Dankeschön. Ja, das hier ist wieder ein Knackpunkt, was ein Zeitparadox angeht. Und zwar geht es um die Farben auf unserer Rüstung. Denn der kleine Tascan, der Vierte, meinte ja, dass er unsere Farben schön findet, unser Wappen, und das selbst übernehmen möchte. Und wie wir ja selbst wissen, da wir aus der Ära Tascans des Vierten stammen, übernimmt er später auch diese Farben und benutzt sie. Nun haben wir natürlich das Problem, dass wir diese Rüstung zwar gefunden haben, das heißt, diese Rüstung, die wir gefunden haben, trägt unsere Farben, weil diese Rüstung dafür verantwortlich ist, dass Tascan der Vierte erst überhaupt diese Farben übernommen hat. Aber wenn er uns wirklich schon gesehen hat früher, müsste er eigentlich die Legende von Hype kennen und müsste dann mit uns eigentlich in unserer Gegenwart darüber geredet haben, als wir irgendwie das Schwert des Friedens bekommen haben oder so. Also sollte man nicht zu sehr drüber nachdenken, einfach akzeptieren und so lassen. Ich meine, das Spiel ist halt so und da kann man nicht viel tun. Auf jeden Fall, wir werden jetzt noch einmal den Park der Tapferen besuchen, um Senecals Waffen zu holen, denn er muss Tascan den Vierten beschützen. Außerdem haben wir bisher nichts Besseres zu tun, denn wir wissen noch nicht, wo das Juwel der Tugend sich befindet und wie wir es erlangen können. Deswegen können wir das auch mal eben machen. Das wird ja auch nicht besonders lange dauern. Wir müssen ja nur zu Senecal gehen und ihm seine Waffen abnehmen. Also ich hoffe zumindest, dass es schnell geht. soll ich meine Rüstung nochmal reparieren? Ach, das mache ich, sobald ich mit Senecal geredet habe. Wenn ich wieder zurückgehe, um ihm seine Waffen in der dritten Ära zu bringen. So. Einmal hinein. Noch ist der Park nicht verschlossen. Da hat Senecal eigentlich auch Glück gehabt, dass er jetzt nicht zu den Feinden des Königs zählt und eingesperrt ist im Park der Tapferen, sondern dass er an seiner Seite steht und seinem Sohn hilft. Ja. Erstmal speichern. Man weiß ja nie. So. Und dann reden wir mal mit ihm. Hallo. Schon wieder, Ritter? Was? Du kommst aus der Zukunft um... Du kommst... auf meinen Wunsch aus der Zukunft um... um mir meine Waffen wegzunehmen? Aber das ist ja komplett hirnverbrannt. Der hat hirnverbrannt, dass mir das schon wieder Spaß macht.
Ich schlag dir einen Handel vor, Ritter. Wir werden unsere Waffen benutzen. Wer den Kampf in der Arena gewinnt, erhält die Waffen des anderen. Okay? Er kommt aus der Zukunft. Ich frage mich natürlich, warum Seneca nicht einfach einen anderen Hammer benutzen kann in der Zukunft. Aber nun gut, er will halt seinen persönlichen Hammer haben. Ich will ja auch kein anderes Schwert benutzen. Ich will ja das Schwert des Friedens benutzen, das ich von meinem König geschenkt bekommen habe. Vielleicht hat er auch irgendeine Verbindung damit. Aber nun gut, wir werden erstmal gegen ihn kämpfen. Und bevor wir das machen, rüste ich erstmal hier die ganzen Speerzauber aus. Denn ich will testen, was seine Schwäche ist. Denn ich denke mal, jeder Gegner hat irgendwo... Wow! Das ist aber nicht nett. Jeder Gegner wird irgendwo eine Schwäche in einem Zauber haben. Der Eiszauber ist es schon mal nicht. Der hat keinen Schaden gemacht. Jetzt ist er auch gegen Zauber immun. So, schön ausgewichen. Wo kommst du hin? Da. Hilft Elektro. Das hilft auch nicht. Ist der etwa komplett gegen Zauber immun? Wo ist er hin? Aua! Ich sehe ihn. Ach, da! So, weh, du wirfst den Hammer. Nein, 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 nein. So, komm, Feuer. Macht auch keinen Schaden. Okay, dann müssen wir ihn mit Nahkampf angreifen. Oh, das wird ein langer Kampf. Aber das ist auch mal gut, denn den Gladiator zu besiegen war ja echt simpel. Zwei Magieattacken und... Nein! Warum schlägst du? Warum springst du nicht? Okay, aber immerhin, der Kampf geht nahtlos weiter. Wir müssen nicht... wieder von vorne anfangen, was schon mal was Gutes ist. Und ich werde mal einen roten Trank zu mir nehmen, denn ich habe nicht vor, hier zu sterben und komplett Game Over zu gehen. So, er wird den Hammer wieder werfen, deshalb muss ich doch nicht, okay. Schnell hinterher, damit er nicht in Versuchung kommt. Da wird er ihn wieder werfen, oder? Doch nicht. Na komm, treff ihn. Wow, der ist aber ziemlich schnell. Aber das wird ihm nichts nützen. Wir werden ihn trotzdem besiegen. Haha, ins Gesicht. Ja, das sieht doch sehr gut aus für uns. Bisher zumindest. Aua. Nicht nett, nicht nett. Also der hat auf jeden, gibt auf jeden Fall schon mal einen wesentlich besseren Kampf ab als der Gladiator. Wow. Hey, die Musik wird schneller. Das ist cool. Wird jetzt auch stärker? Oder bilde ich mir das mal ein, dass die Musik schneller wird? Egal, wir haben... Nein, du Blödmann. Dafür wirst du bezahlen. Ich werde dir sowas von deine Waffen abnehmen. Oder deine Waffe, besser gesagt. Weil eine andere Waffe sehe ich jetzt nicht. Oder den Hammer, und damit kann er verdammt gut umgehen. Also wer so einen Hammer wie einen Bumerang werfen kann, das ist schon Respekt. Das ist bestimmt nicht... Aua. Hallo, ich habe ihn noch getroffen. Okay, ich brauche dringend einen Heiltrank. So, den lila, aua, lila Trank werde ich mir natürlich aufheben. Für so einen einfachen, also in Anführungszeichen einfachen Kampf, werde ich den nicht aufbrauchen. Komm, jawohl, ich habe ihn getötet. Oder sie, besser gesagt. Haha, was sagst du nun, Seneca? Du bist sehr stark, Ritter. Ich verstehe jetzt, warum du den Gladiator geschlagen hast. Ich bin ein Mann von Ehre. Hier sind meine Waffen. Hüte sie wohl. Es gibt viele, die sie gern an sich reißen würden. Glückwunsch, du hast Senecas Waffen gewonnen. Sehr schön. Eigentlich haben wir nur seine Waffe gewonnen, aber egal. Tja. Ich finde es cool, dass er immer noch dieselbe Animation hat, als ob er den Hammer hinter sich herziehen würde, obwohl er den Hammer gar nicht mehr in der Hand hat. Und jetzt seht ihr auch, warum ich vorher nicht zum Schmied gegangen bin, denn meine Rüstung ist echt ziemlich kaputt. Und warum stehen wir auf der falschen Seite? Ich dachte, wir würden da stehen, wo wir reingekommen sind, denn in die Richtung ist Seneca doch auch weggehumpelt, oder? Wobei, nein, der ist in die Schatzkammer. Na egal. Na gut. Dann gehen wir halt auf der anderen Seite hinaus. Auf Wiedersehen, Volk. Ich hoffe, ihr werdet mich gut im Gedächtnis behalten. Ja. Denn ich bin hier der mächtige Ritter Hype, der den gesamten Park der Tapferen bezwungen hat. Den Gladiator, Senecal und, Geld. Und den dreiköpfigen Golddrachen. So, einmal speichern. Dumm, dumm, dumm. Und ja...
Senecals Waffen werden wir ihm im nächsten Part wiederbringen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ein bisschen actionreicher diese Folge. Und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Also macht's gut und bis dann.